Is he gonna be okay? I don't know. Can you give me a hand real quick? Sicher, was brauchst du? Sure. What do you need? Just apply some pressure here while I try to close this up. You know, I thought I was starting to get used to this, sewing up people's injuries. But I mean, cuts and bruises are one thing, but Lee, this man has no leg. So hätte es dein Mann gewollt. Ich habe das Richtige getan. I did the right thing. Yeah, I know you did. The right thing is just scary sometimes, I guess. Well, you've done all you can, Lee. Thanks for the help. Go ahead and check in on the others. I need a little space here anyway. Okay. Gut, wenn sie nicht gestört werden will, dann tun wir das auch nicht, weil sie ist die Einzige wahrscheinlich, die überhaupt so medizinische Kenntnis hat. Reden wir mal mit dem Neuen. How you doing, Clementine? Ach so, Clementine. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sicher. Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Thank you. Okay, Clem. I've got to take care of some things. Why don't you go back to playing with Duck for a while? Okay. Ich dachte eigentlich, wir reden mit ihm hier. Geht das? Ja, geht. Hey, is my friend gonna make it? I don't know, but Kaja will do her best. I promise. I can't believe you chopped off his leg. There was no other way. Wie geht's dir so? Willst du was zu essen? Nee. Wer bist du überhaupt? So who are you people? Our group's gonna wanna know. I'm Ben. Ben Paul. The man you saved is Mr. Parker, the band director at my school. We all came down from Stone Mountain for the playoffs when everything happened. Willst du was? Nee. Wie geht's dir so? How you holding up, kid? I keep wondering if I could have done something to help, you know? Some kind of, I don't know. Something. Nächstes Mal wirst du vorbereitet. Du hast getan, was du konntest. I'm sure you did all you could. Yeah, maybe. Okay. Relax. We'll get your friend back to normal in no time. I sure hope so. Was ist mit ihm hier? Du bist ganz schön mutig. Wie geht's dir? How you doing, Duck? I'm okay. Me and Clementine are coloring. Guess what it is? I don't know. A dog? Nope. Oh, I know. It's a goat, right? No. Mann, das ist eine Katze, das sieht man doch. Willst du was zu essen? Du bist ganz schön mutig. You were pretty brave when we brought those people in here. That's because I know Mom can fix him. Ja, tschüss. Catch you later, Duck. Bye, Lee. Gut, und jetzt mal mit Carly sprechen. Carly, wie komme ich an sie ran? Muss ich hier eine Runde drehen? Wie komme ich an Carly ran? Hier, so komme ich an Carly ran. Carly, Mäuschen. Nee, jetzt geht er zu ihm. Auch egal, Kenny. Okay. Word's getting out that you want to leave the motor in. That ain't no secret, Lee. It's probably our best bet. Look, you've been good to me and my family. You saved Duck from those monsters, and you stood up to Larry at the drugstore. I won't forget that. You and Clem are welcome to come with us. Du solltest hier bleiben. Das mit der Küste ist eine gute Idee, soll das wahrscheinlich heißen. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn besser? Hier bleiben? Hier ist ja nichts. Hier kommt man ja auch nicht wirklich voran. Ich sag einfach mal das mit der Küste. The coast does sound like a smart idea. Maybe that is the best thing. I know that it is. I'm taking my family. Ich habe keine Ahnung, aber hier ist ja nichts. Ich meine, das ist ja auch kein Leben für die. Klar, die sind zwar sicher, aber es gibt hier nichts zu essen, also, ne? Irgendwann muss man ja mal hier wieder weg. Finde ich. So. Schläfst du schon besser? Ich verteile Essen, was soll ich tun? Lily has me handing out the food. Ugh, that can't be an easy job. It's not. I won't be able to feed everyone. What should I do? Well, if you wanted to get in good with Lily, I'd make sure Larry gets some food, even though that guy can be a real dick sometimes.
On the other hand, giving that food to Kenny and his family might make him remember you, if he decides to take off in that RV one day. What about you? You need food, too. We all need food. I can't tell you what to do, but whatever happens, I know you'll be trying to do the right thing. Thanks, Carly. Sleeping any better? No. I know we should be grateful for beds, but no, I'm not. Drugstore? Yeah. Wollen wir ihr was zu essen geben? Ich weiß es nicht. Ich muss mir das mal überlegen. Was ist eigentlich mit ihm selber? Ist er nichts dann oder wie? Ach, ich habe keine Ahnung. Für mich gehören die Kinder ja auch so ein bisschen an obere Stelle und der Neue soll auch, sie sollen alle was zu essen kriegen. Es ist so furchtbar und sie ackert ja hier auch. Was mit hier da oben? Wir sollten nachdenken, hier abzuhauen. Lass uns über dich und Kenny reden. Willst du was essen? Maybe we should think about leaving the motel. God, not you too. I know Kenny wants to leave. I think that's why he's so eager to get the RV working. But this is a good spot. We're protected, we're close to the drugstore, we have a routine now and it's working. For now. We should talk about you and Kenny. What about us? They're arguing. It's getting pretty out of hand. You know people notice that. Look, I'm working my ass off to make sure we have a good setup here, and Kenny just doesn't appreciate that. All we need is food. But there is no food. You know that better than anyone. Well, we'll just have to find some. Wie sollen wir denn hier was finden? Keep an eye out. Fine. Vielleicht sollten wir ihr was zu essen geben, so ein bisschen als Motivation, so auch wenn wir nicht dem d'accord sind, auch wenn wir das alles nicht so super finden, so die Streitereien, aber so als guten Willen, so einfach komm, ich würdige, dass du hier sonst immer alles machst, heute bekommst du mal was zu essen. Oder doch erst die Jüngeren, der Neue, dann ist auch noch die Kali, die so nett sagt, hier ist okay, wir haben alle Hunger, gib wie du denkst. Ich meine mich zu erinnern, das ist zwar so ein bisschen spoilermäßig jetzt, aber ich meine mich zu erinnern, dass das auch nicht das einzige Mal ist, dass wir Essen verteilen. Wenn dem noch so ist und ich mich jetzt nicht täusche, dann haben wir ja nochmal die Chance, das Essen auch anders zu verteilen. Das würde mich sehr freuen, weil dann könnte ich entscheiden, okay, dem gebe ich jetzt das und dem gebe ich jetzt das, aber morgen sind die anderen dafür dran. Ich weiß es doch auch nicht, liebe Leute. Mach das jetzt mal schnell, weil es ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen und ich muss einen Cut machen. Und ich weiß nicht. Ich habe nicht viel. Ich gebe jetzt einfach mal, ich weiß nicht, vielleicht einem Kind einmal Carly und einmal ihr. Wie viel hatte ich nochmal? Ich glaube schon. Ich gebe ihr was zu essen. Mache ich einfach mal. Hier. Ein Stück Dörrfleisch. Halben Apfel geben. Cracker und Käse vielleicht? Kriegst du den Cracker und Käse? I don't want anything from you. Gut, dann ist halt nichts. Nimm ihn trotzdem. Dann ist sie es nämlich später trotzdem. Oh, das ist so fies, dieses Spiel. Echt, also... Ja, jetzt hat sie so mürrisch reagiert, jetzt würde ich sie am liebsten gerade wegnehmen. Aber dann kommt bestimmt hinterher der Papa und sagt, nee, du hast meiner Tochter nichts gegeben. Nimm's trotzdem. Take it anyway. You need to eat. This doesn't change anything. Ja. Es ist noch dreimal was zu essen da. So, dann kriegt Carly was. Want something to eat? Ein Stück Cracker und Käse? Soll ich den beiden einfach Cracker und Käse geben oder ein Stück Dörrfleisch? Kriegst du Dörrfleisch hier? Here. Me? How about you? You look like crap, Lee. When was the last time you ate? I'm okay. I want you to have this, okay?
in case you or Clementine starts feeling weak. I know I said it didn't matter why you saved me instead of Doug, but... You don't owe me anything, Carly. Okay. Dann kriegt auf jeden Fall... Also Clementine soll den Apfel kriegen, habe ich entschieden. Oder? Was ist mit Doug? Der hat ja auch schon länger nichts gekriegt. Ich weiß nicht. Eins von den Kindern soll auf jeden Fall was bekommen. Gut, geben wir Doug mal den Apfel. Hey Doug, how about a little food? Ja, und er freut sich schon voll. Ja, okay, kriegst den Apfel. Here. Oh, heck yes. Is there peanut butter? What do you think, Doug? No, probably not. Hey, du hast einen Apfel bekommen. Es ist noch zweimal was zu essen da. Okay, das ist gut. Dann kriegt Clementine auf jeden Fall was. Wie sie schon guckt. Dann kriegst du ein bisschen Dörrfleisch. Okay, a Sunday would be better next time. I'll keep that in mind. So. Und für mich selber, gib das letzte Nahrung jemand, behalte das letzte Nahrung für dich. Das kriegt jetzt, weiß ich nicht. Some of these people have gone longer than me without food. They're the ones that need it. Okay. Also, dann nicht, oder was? Wie wär's zum Beispiel mit Katja? Die hat doch bestimmt auch, oder? Doch, wir selber. Was sagt sie denn? Vielleicht sagt sie auch, nee, brauchst du nicht mehr geben. Here, eat something. Why don't you give it to Doc? I'm a little busy with your mess right Aha, now. Haha, Glück gehabt. I need space, Lee. Okay. Mann, der Part geht voll lange, sorry, aber ich muss mich hier entscheiden und ich will das irgendwie entschieden haben, bevor der Part endet. Sie wollte, also ihr habe ich ja gegeben, von daher gebe ich jetzt das mal dem Neuen. Want something to eat? Cracker und Käse, bitte. If your camp got raided, probably means you haven't eaten in a while. I am really hungry. Thanks. Okay, es hat wenig Anklang gegeben. Mir doch egal. Not such an easy job, is it? Nein, es ist nicht. I don't envy you. I don't know how you have the strength to do this every day. I don't have a choice. Lee, Kenny, I know I ran out of food before. Hey, it was a tough choice. But you took care of the kids. That's what a real man does. I'm serious about that offer to come with us. You've more than earned a ride on the RV with me. Still, I guess some people aren't going to be happy with your choices. You're out! What happened to my food? There's none left. You keep treating people like this, and your days in this group are numbered. You're one to talk, old man. Yeah? Well, I don't see you working on that wall. Ja, sorry, passiert. Irgendjemand musste ja muffeln, irgendjemand musste ja maulen und Pech. Mir doch egal, er hat jetzt nichts gekriegt, na und? Wenn nochmal Essen da ist für den nächsten Tag oder so, dann kriegen die anderen jetzt auch was. Aber ich wollte erstmal Frauen und Kinder sozusagen. Und ich finde, er sieht noch ziemlich jung aus und ist ja so, wie er sagt, wenn der jetzt voll lange schon unterwegs ist. Ich meine, wozu die neuen Leute retten und sie dann sterben lassen, weil sie nichts zu essen haben, ganz ehrlich. Wenn man die in die Gruppe aufnimmt, gehören sie auch ein bisschen dazu, dann muss man die mit einberechnen, finde ich. Sonst könnte man sie auch draußen einfach den Zombies überlassen. Ich weiß nicht, wie ihr über meine Entscheidung denkt, aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von The Walking Dead, Episode 2. Bis dann.